Siamé behauptet, beim Steppen schaffe ich mehr Taps in einer Minute als Jörg Pilawa. Die Duellanten führen nacheinander eine Minute lang den Steppschritt Shuffle Step aus. Bei diesem Schritt berührt der Fuß dreimal den Boden. Sensoren zählen die Berührung und die sogenannten Steps des Fußes am Boden werden gezählt. Wer die meisten Berührungen Taps in einer Minute schafft, hat gewonnen. Bei Gleichstand hat Siamé als Herausforderin verloren. Klein gegen groß, auf los geht's los. Jetzt läuft die Zeit. Siamé nimmt langsam Fahrt auf. Der Zeit ist jetzt um, noch 30. Noch 15. Großen Applaus. Moment bitte ganz kurz, meine Damen und Herren. Siamé möchte noch jemand grüßen. Hallo. Nein, ich dachte nur, weil du vielleicht gerade... Oder bist du gar nicht so außer Atem? Nö. Nicht so sehr. Ich bin vom Zugucken außer Atem. Ja. Es war auf jeden Fall atemberaubend, was du hier geliefert hast. Ich frage dich an dieser Stelle, möchtest du meine Step-Lehrerin werden? Nein, und zu Recht. Zu Recht. Ich frage dich an dieser Stelle, möchtest du mir vielleicht eine Jacke geben? Nein, das wäre ja zu leicht sonst. Ich verstehe. Ich schwitze jetzt schon, ich kann mich nicht ausziehen. Bist du bereit? Muss ich ja. Auch für dich, Jörg, eine Minute Zeit. Und ich weiß, er ist ehrgeizig, er mag nicht so gerne verlieren. Halt. Kann ich auch so? Nee, kannst du nicht. So, jetzt einmal stillstehen, damit wir wissen, wann es losgeht. Die Zeit läuft ab jetzt. Stelle festhalten, das Steppduell gewinnt Siamé!